Oberleckere und fix zubereitete frische Zucchini-Puffer gibt es hier heute auf Augen und Ohren. Wenn ihr ebenfalls Liebhaber von frischer Zucchini seid, bleibt dran, ich zeige euch, wie es geht. Gemeinsam mit dem veganen Käsehersteller Simply V zeigen wir euch Rezepte, die ihr fürs Picknick, für die Arbeit oder einfach so für unterwegs im Auto euch fix zubereiten könnt. Wie ich gesagt habe, super easy zubereitet. Die Dinger könnt ihr direkt frisch und heiß aus der Pfanne essen oder ihr packt sie ein für unterwegs, fürs Picknick, Arbeit oder euren Kindern mit in die Schule. Los geht's! Und zwar nehme ich mir zunächst eine kleine Schüssel und da hinein werde ich frische Zucchinis reiben. Ich habe hier wirklich gartenfrische Zucchini. Derzeit ist gerade noch Zucchini-Zeit, also läuft jetzt gerade aus, wenn nicht einfach im Supermarkt des Vertrauens eine gute Frische holen. Und los geht's. Ach so, und hier einfach noch ganz wichtig, ich nehme hier die grobe Reibe, also nicht die feine, sondern wirklich grob reiben, dass nachher noch ein kleines bisschen Struktur da ist. Und das Beste an diesen jungen Zucchinis ist natürlich, dass man die ganz wunderbar roh essen kann. Man kann auch die großen Zucchinis roh essen, aber gerade die kleinen, knackigen schmecken so richtig schön süßlich. So, das war's mit der Zucchini. Dazu kommt jetzt ein halber Teelöffel Salz. Einmal mit der Hand ein bisschen durchmengen. Und für circa 10 Minuten ziehen lassen. Das Salz sorgt jetzt dafür, dass es das ganze Wasser aus der Zucchini rauszieht. Man kann das Ganze jetzt auch direkt in einen Sieb geben. Ich lasse es jetzt einfach hier drin 10 Minuten ziehen, drücke das danach anständig raus und dann kommen die weiteren Zutaten dazu. Während die Zucchini jetzt hier an der Seite zieht, schnibbel ich mir schon mal die Petersilie schön klein, die Frühlingszwiebel in feine Ringe und hacke mir eine Knoblauchzehe in ganz feine Würfel. Die Zucchini hat jetzt ungefähr 10 Minuten Zeit gehabt zu ziehen und ich nehme jetzt eine Schüssel, wo wir die Zucchini-Puffer fertigstellen. Dafür reibe ich mir eine Möhre, dieses Mal jetzt mit der Feinseite direkt in die Schüssel rein. So, dann nehme ich mir die Zucchini. Die hat jetzt richtig schön Wasser gelassen. Kann das mal hier rein zeigen, wenn ich jetzt hier drücke. Da kommt richtig anständig Wasser raus. Und genau das müssen wir jetzt machen. Also wirklich mit einer Hand oder mit beiden Händen das Wasser so viel wie geht hier rausdrücken. Und mit zu den Möhren geben. Kleines bisschen Restfeuchte darf es haben, hat es sowieso und muss es auch, aber dazu gleich mehr. Also wirklich so gut wie es geht. Abtropfen lassen, einmal schon mal schön durchrühren, miteinander vermengen. Dazu kommt jetzt Knoblauch, Petersilie und die Frühlingszwiebel. Ebenfalls nochmal durchrühren. Salz brauche ich jetzt hier nicht extra nochmal ran, also da haben wir jetzt mehr als genug von der Zucchini, also eben Wasser gezogen hat dran, aber eine gute Prise Pfeffer kommt dazu. Und ein halber Teelöffel Paprikapulver edelsüß. Und für die Bindung, weil weder Zucchini noch Möhre hat irgendwie Stärke, also dass ihr irgendetwas binden könnte, also gebe ich dazu 2 Esslöffel Kichererbsenmehl. Hier könnte man jetzt wahlweise auch ein Weizenmehl nehmen, wenn man kein Kichererbsenmehl zu Hause hat. Ran damit. Sowie die gleiche Menge, also 2 Esslöffel Speisestärke. Nur wenn ihr mal daran denkt, wenn man jetzt zum Beispiel Kartoffelpuffer macht oder so, da braucht man gar nichts an Stärke ranmachen, weil die Kartoffel natürlich schon mehr als genug Stärke mitbringt. Und des Weiteren kommt dazu 2 Esslöffel geschroteter Leinsamen. 2 Esslöffel davon ran. Wir haben hier genug Restfeuchte von der Zucchini. Das heißt, ich verbinde das Ganze jetzt miteinander, lasse es nochmals 5 Minuten stehen, 5 bis 10 Minuten,
forme mir daraus danach kleine Küchlein und diese werden dann in Olivenöl knusprig ausgebacken. Also wir wirklich darauf achten, dass alles miteinander sich verbindet und wir nicht irgendwie kleine Klumpen von Speisestärke oder sowas haben, sondern dass alles gut durchmischt sein. Je nachdem, wie groß eure Pfanne ist, bei mir kommen jetzt hier 3 Esslöffel Olivenöl rein, also wirklich ausreichend. Denn in dieser Masse haben wir noch kein Fett und das soll ja nachher nicht verbrennen. So, einfach ein kleines bisschen die Hände feucht machen, ansonsten klebt das zu sehr an den Händen dran. Nehmen wir jetzt immer jeweils hier ein kleines bisschen, je nachdem, wie groß ihr eure Puffer haben wollt. Und formen hier wie so kleine Frikadellen raus. Ich habe ein paar Jahre in Kreuzberg gewohnt und da war mal das Allerleckerste, obwohl ich damals noch passionierter Fleischfresser war. Das war Zucchini-Puffer im Brot. Das heißt, anstatt ein Kebabfleisch wurde da so ein Zucchini-Puffer in das Fladenbrot reingesteckt, ebenfalls mit viel Gemüse, Kräutersoße und so. War auch richtig lecker. Also so als kleiner Tipp für euch, funktioniert auch wunderbar zwischen 2 Brothälften. Dann schmeiße ich jetzt die ersten ins heiße Öl. Ganz wichtig, die Pfanne nicht auf volle Pulle, sondern wenn das Öl heiß ist, runterstellen, dass die Dinger langsam vor sich hin braten. So, die Puffer sollten jetzt von beiden Seiten so circa 3 bis 4 Minuten braten. Richtig schön goldbraun, knusprig braun, aber zwischendurch einfach immer mal drunter gucken, dass die Dinger nicht verbrennen. So, die Dinger gucke ich mir jetzt nochmal an. Ganz fantastisch. Von beiden Seiten sind sie richtig schön knusprig braun. So wie sie sein sollen. Das heißt, die Pfanne geht jetzt aus und ich werde die mir anrichten. Das Highlight heute zu den Zucchini-Puffern ist der neue Simply Bee Streichgenuss. Also der Streichgenuss ist sowieso mein Lieblingsprodukt von Simply Bee und ganz neu ist der Gurke-Knoblauch, das heißt die eine Art Tzatziki. Und damit werde ich mir diese Dinger jetzt anrichten. So, und los geht's. Ich kann es mir schmecken lassen. So. Oh, guck mal hier, so richtig schön fluffig und saftig. Wie gesagt, diese Dinger schmecken heiß, kalt, zwischen Brot, je nachdem, wie ihr das wollt. Lecker. Ich glaube, da muss ich halt nur direkt ein zweites Stück abschneiden. Richtig gut. Den hat was. Leute, dann will ich hoffen, ich habe euch wieder animiert zum Nachmachen. Wenn ihr es nachmacht, lasst es euch schmecken. Kommentiert ihr gerne mal unter dem Video, ob es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Alex.